Softwareentwickler bin ich geworden, weil, ich glaube, weil ich in den 80ern schon C64 programmiert habe und weil während des Designstudiums, das war halt in den 90ern, da kam halt so das Internet auf und da war es halt dann innen mal wieder irgendwas zu programmieren für Webseiten und so. Und dadurch bin ich dann wieder ans Programmieren gekommen und letztendlich kam dann eins zum anderen. Ich konnte mir keine VST-Plugins leisten. Dann habe ich mir halt also einfach selber mal eins programmiert und ja, irgendwie ist es dann so, ging es dann so eins zum anderen und jetzt mache ich halt Audio-Software. Ich empfinde das, was ich jetzt mache, als ziemlich klares Industriedesign. Also als Industriedesigner entwirft man ja Formen und Strukturen für Produkte, die es noch nicht gibt, so um diese Produkte dann irgendwie kulturell einzuordnen. Also nicht nur um sie schön zu machen, sondern auch um sie benutzbar zu machen. Letztendlich ist das, was wir machen, ja auch die Erfindung neuer Produkte, die es so nicht gibt. Und wir geben ihnen eine Form und einen Workflow und eine Benutzung und oder beziehungsweise ein Benutzerinterface. Und man könnte sich schon vorstellen, dass es diese Produkte ja auch geben könnte. Sie werden bloß nicht gebaut, sie bleiben halt Software. Aber letztendlich sind die Grundzüge dessen, was wir machen, auch reines Produktdesign, zuzüglich natürlich einer Programmierkomponente. Und dadurch haben wir hinterher ein fertiges Produkt und nicht einfach nur einen Entwurf von einem Produkt. Und das fertige Produkt können wir über das Internet verkaufen. Das ist halt einfach, das ist etwas anders, aber für mich ist das ganz klassisches, ganz formales Industriedesign. Also musikalisch bin ich Autodidakt und ein äußerst schlechter Keyboard-Spieler. Ich habe praktisch kein Rhythmusgefühl und ich kann mir auch keine Melodien merken. Also in den Bandprojekten, in denen ich mal war, da war das immer irgendwie, da habe ich dann irgendwelche Melodien gespielt, aber bestimmt nicht die, die ich hätte spielen sollen. Und auch zu Zeitpunkten, wo ich sie nicht hätte spielen sollen. Und da ist es irgendwie einfach dann so, hat sich so ergeben, dass ich dann eher produziert habe, nicht so sehr live gespielt habe. Und ja, halt dann natürlich auch eher mit Plugins was gemacht habe, als dann letztendlich, damals hatte ich noch einen Ensoniq Sampler und eine Wave Station und das. Und ja, das wurde alles durch Plugins ersetzt. Und naja, so kam's. Es gibt natürlich die Klassiker wie Jean-Michel Jarre und Tangerine Dream. Das habe ich früher viel gehört, jetzt vielleicht nicht mehr so. Was ich immer noch gerne höre, das ist Frank Zappa, Gentle Giant, King Crimson. Das hat relativ wenig mit Synthes zu tun, aber trotzdem habe ich natürlich diese Faszination für Synthesizer, also speziell also das, was bei Jar passiert ist oder eben in der Berliner Schule passiert ist, aber auch Kraftwerk. Ich höre viel Kraftwerk. Das finde ich auch gut. Oh, die Motivation, Plugins zu entwickeln oder die wir entwickeln, das ist ein total komplexes Thema. Natürlich geht es sehr stark darum, wenn man eine Firma hat, muss man Geld verdienen. Das ist ganz klar. Also, wir können es uns nicht leisten, aus Spaß zu entwickeln. Das geht nicht. Glücklicherweise sind aber die Sachen, die wir machen, schon Sachen, wo wir auch Spaß dran haben. Sonst wäre das wahrscheinlich auch schlecht. Aber ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man eine technische Herausforderung hat, ein bestimmtes Thema zu knacken und dass man es dann auch knackt. So, also bei Zebra ging es darum, einen modularen Synthesizer zu machen, der ohne Kabel auskommt.
Bei Ace ging es um das Gegenteil, nämlich um einen modularen Synthesizer zu machen, der dank der Kabel total flexibel ist, aber ansonsten recht einfach ist. Und bei Bazille ging es darum, einen modularen FM-Synthesizer zu machen. Und letztendlich bei Diva ging es darum, irgendwann mal einfach einen analogen Sound aus einer Software rauszubekommen. Ne? Also, das sind immer so die Herausforderungen gewesen und das kann man mehr oder weniger gut schaffen, das zu meistern. Und in meisten Fällen, glaube ich, haben wir das relativ gut hinbekommen. So. Also ich kann nicht viel zu Kollegen sagen. Also ich gucke mir auch eigentlich recht wenig Software von anderen Herstellern an. Klanglich kann ich nur sagen, wir versuchen halt nach Möglichkeit keine Kompromisse einzugehen. Das heißt, jedes Einzelmodul muss für sich hervorragend funktionieren. Also bei Zebra zum Beispiel, die Oszillatoren sind ziemlich aliasingfrei, sind aber nicht overgesampled. Und das hat sehr lange gedauert, das hinzubekommen, dass sie dann trotzdem so flexibel sind. Und das macht halt einfach auch vieles aus. Denn vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht andere Leute würden dann sagen, so ja, es ist schon total flexibel und gut, aber da ist noch Aliasing drin. Ja, okay, dann oversamplen wir das eben mal. Ja, und bei ganz klassischer Fall sind natürlich jetzt Divas-Filter, die mit einem Prinzip berechnet werden, das man in Software so eigentlich nicht macht. Also es ist nicht üblich, die Filter mit auf dieser Ebene der Komponenten zu modellieren. Weshalb die Filter halt auch wahnsinnig viel CPU verbrauchen, aber dafür klingen sie eben gut. So, und ich weiß von anderen Entwicklern, dass sie sich das einfach nicht trauen. Oder das einfach, dass sie glauben, dass sie das nicht verkaufen können, wenn etwas so viel CPU verbraucht. Und wir waren halt vielleicht dann auch so ziemlich die Ersten, die das dann so gemacht haben. Und es hat sich trotzdem gut verkauft. So, zumindest für unsere Verhältnisse war das sehr gut. Und es gibt für mich also keinen Grund, da was dran zu ändern an der Haltung. Ja, also es gibt Kooperationen, also es gibt ein paar Entwickler, mit denen ich befreundet bin. Wir tauschen eine Menge Informationen aus, wie man bestimmte Dinge tut. Ja, solche Sachen. Also ich würde mit Native Instruments kann ich mir jetzt momentan keine Kooperation vorstellen, weil die sind so groß, die haben so viele Leute. Was würden die von uns wollen? Also gibt es einfach nichts. Wohingegen, ich sag mal, ich könnte mir vorstellen, mal irgendwas mit Camel Audio zu machen. Die sind ungefähr genauso groß wie wir, sind sehr auf Sampling und Sample-Manipulation ausgelegt und wir sind mehr auf Filter ausgelegt. Man könnte sich vielleicht vorstellen, da mal was zu machen. Aber wir haben so viel zu tun, dass das irgendwie nie zustande gekommen ist. Irgendwie so. Es gibt immer wieder diese Idee, aber irgendwie, wir haben jetzt noch über Jahre mit unserem Krempel zu tun, der noch da ist, der noch zu machen ist. So, insofern ist das ja immer schwierig, da sich was zu überlegen. Ja. Nö. Also, kann mir da jetzt momentan nichts vorstellen. Es gibt alles, ne? Das muss man sagen. Es gibt einfach alles. Aber es gibt glücklicherweise auch genug Leute, die mit dem, was dann jeweils da ist, vielleicht noch nicht ganz zufrieden sind oder die dann halt eben, wenn man was Heißes macht, wenn man meinetwegen irgendwo noch eine Idee mehr hat oder sowas, das dann auch gerne haben möchten und beziehungsweise benutzen möchten. Wenn es nur darum geht, ja, also, es gibt ja schon einen Polyphonen-Synthi, warum sollte ich jetzt noch einen machen? Klar, es ist eine schlechte Herangehensweise. Und es gibt
in jedem Fall immer noch irgendwo was, wo man was vielleicht verbessern kann oder wo man konzeptionell noch irgendwas komplett anders machen kann. Ja. Also es gab ja letztes Jahr viele Tape-Emulationen schon und dann haben wir trotzdem Satin gemacht und Satin hat sich ganz gut durchgesetzt im Markt, weil wir eben was anders gemacht haben oder irgendwas noch besser gemacht haben oder keine Ahnung. Also vielleicht haben wir auch einfach den Geschmack der Leute getroffen. Also, das kann ja auch mal sein. Ne? Ja, Softwarepläne für die Zukunft. Ja, es gibt die Idee, eine Drum Machine zu machen. Es gibt das Vorhaben, es ist auch schon angefangen, Zebra 3 zu machen, also sagen wir mal, general überholte Version von Zebra ist jetzt auch schon, selbst Zebra 2 ist jetzt schon fast 10 Jahre alt, also da muss man was machen. Es gibt die Idee, mehr Dynamikprozessoren zu machen, also es gibt Kompressoren, die auf dem Weg sind. Es gibt auch die Idee, mal einen Synthi zu machen, der, sagen wir mal, stilistisch sich woanders einsortiert als die Sachen, die wir bisher gemacht haben. Also was mehr so Producer anspricht und also nicht so sehr Nerds oder Geeks. Was gibt's noch? Da gibt es noch so eine Idee, mal was mit Physical Modeling zu machen. Aber es gibt auch die Idee, mal einen Sample-Editor zu machen, aber ob das, oder einen Sampler sogar. Aber das können wir jetzt noch nicht so richtig absehen, wann das sein wird. Ob das jemals stattfinden wird, keine Ahnung. Also bei Diva kann ich sagen, da unten steht ein Polyvox. Das ist nochmal was, dann irgendwo fliegen TB303s rum. Dann gibt es, dann wollen wir für den Ladderfilter noch eine aggressivere Variante bauen. Gab es noch einiges, also es gibt eine Menge Möglichkeiten. Man muss halt bloß zusehen, wenn man was Neues noch macht, dann muss es sich schon deutlich abheben von dem, was schon drin ist. Ja, das ist dann schon teilweise schwierig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel da noch versuchen würden, einen SH101 reinzubauen, das unterscheidet sich nicht so wahnsinnig von dem, was schon drin ist. Deswegen bringt es nichts, sowas zu tun. Dann kann man lieber von Roland den dezidierten SH101 benutzen, wenn man das braucht. Aber mal gucken, also es gibt genug verschiedene Sachen. Ne? Also vor allen Dingen bei den Filtern gibt es noch eine Menge Dioden und hier gibt es noch den Steiner Parker Filter. Der wird auch nochmal richtig heiß. Also wir haben mal angefangen, einen Hardware-Controller zu bauen. Das heißt, wir haben einen Prototypen gebaut und der hat auch irgendwie so funktioniert. Aber den mussten wir halt hier in der Küche zusammenschrauben und das war alles sehr dirty. Und wir haben dann einfach gesagt, nee, das schaffen wir selber nicht. Jedenfalls nicht in den Räumlichkeiten, wo wir jetzt sind. Wenn wir aber, ich sag mal, wenn wir mal umziehen, ne, und das ist jetzt irgendwann bald wahrscheinlich der Fall, dann mieten wir was Größeres an und dann gucken wir mal, ob wir da eine kleine Entwicklungsstrecke für Hardware auch einbauen. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt und ob man vielleicht einen Partner findet, der sowas macht. Aber wir sind jetzt zu klein, um von irgendeinem Hardwarehersteller uns oder so von so einer Planungs- und Herstellungsbude uns sowas zusammenbauen zu lassen und hier 1000 Geräte zu lagern und zu hoffen, dass wir 1000 Geräte verkaufen können. Das geht einfach so nicht. Aber so die grundsätzliche Idee, mal einen Controller zu machen, gibt es schon. Mit dem iPad bin ich so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich glaube, Touch-Controller sind es nicht. Wenn man Synthesizer bedienen will, braucht man richtige Knöpfe. Ja, also mit Touch-Controllern kann man so für Live-Gigs so Chaos-Pad-mäßig mal irgendwie
an dem Effekt rumdrehen und sowas, das ist alles toll, das ist auch super, so funktioniert es sehr gut. Aber ein Synthi mit 20 oder 50 Parametern kann man auf dem iPad nicht bedienen. Also jedenfalls nicht in der Live-Situation. Also das ist einfach zu fitzelig. Dann braucht man Knöpfe. Dann muss man halt mit MIDI oder sonst wie irgendwie mal so einen Controller machen. Schon mal sehen. Hardware-Synthesizer hätte ich auch total Bock drauf. Aber das ist genau dasselbe Thema wie bei dem Controller. Wahrscheinlich ist es sogar einfacher, einen analogen Hardware-Synthi herzustellen als einen Controller, weil man, also man muss dann nicht so blöd rumprogrammieren und sowas alles. Aber das sind einfach gerade die Mittel nicht so richtig da. Und vor allen Dingen der Platz, es ist der Platz. Wir haben richtig Leute, die Bock drauf haben, die es auch können. Nicht? Also, aber das ist momentan nicht drin. So. Leider. Ja, die Miete, also der Mietvertrag hier geht noch eineinhalb Jahre jetzt. Vielleicht in einem Jahr. Mal sehen. Mucke machen. Leider nicht wirklich. Also das Gute war, bis vor ein paar Jahren habe ich ja die Demo-Songs alle noch selber gemacht. Das heißt, man konnte immer schön Demo-Songs produzieren und man musste sie auch nicht fertig bekommen. Ein Demo-Song ist ja sowas, eineinhalb Minuten oder sowas oder zwei Minuten, einmal so eine Melodie reinspielen und sowas und das war's. Das ist super, da wird man total schnell fertig, ohne dass man fertig wird. Aber in letzter Zeit ist es sehr schwierig geworden. Ich habe aber, das ist jetzt das Interessante, ich habe angefangen mal Sachen zu covern von anderen Leuten, also speziell Vangelis und solche Leute. Also ich habe einfach mal angefangen, Songs nachzuprogrammieren und auch die Sounds zu machen dafür, um mal wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, was so die, was es ausmacht, was die Songs ausmacht und wie die Sounds drin funktionieren, also wie unsere Sachen drin funktionieren. Und naja, das ist leider noch nie fertig geworden, ist ja nichts davon. Mal sehen. Also ich habe ja sehr viele Angestellte jetzt, also irgendwie 8 oder so. Und eigentlich habe ich mir die angestellt, um weniger Arbeit zu haben. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich hoffe aber, dass sich das irgendwann mal umkehrt und dass ich dann wieder mehr Zeit habe, auch Musik zu machen. So, weil so, es brennt schon ein bisschen, so, man hat Bock drauf. Unsere. Was denn sonst? Ja. Was anderes. Ich kenne ja auch nichts anderes. Also, ich kenne so ein paar Sachen.